Willkommen, liebe Zuschauer. Bei uns geht es in den nächsten Minuten um den deutschen Lightindex, besser gesagt um seine technische Verfassung. Und unser Experte hierzu ist Thorsten Grisse von der Commerzbank, uns jetzt direkt von der Börse in Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Grisse. Ja, die Märkte, die haben momentan ja einige Themen zu verarbeiten. Brexit, Handelsstreit, da geht es irgendwie nicht so richtig weiter. Quartalszahlen, der DAX, der hält sich trotz allem sehr gut, hat zuletzt sogar einen mittelfristigen Aufwärtstrend etabliert. Was meinen Sie, wie stabil ist dieser Aufwärtstrend? Ja, wenn man diesen Aufwärtstrend einordnet, ist mittelfristige Bild, dann sieht man, dass der DAX ja eine Sommerloch hatte. Das heißt also, in Richtung August ist der DAX von 12.600 Punkten ungefähr ins 11.260 Punkte hinabgefallen. Und seitdem läuft eben eine Recovery-Bewegung. Und diese Recovery-Bewegung, die hat im Oktober nochmal ein Aufwärtsmomentum gewonnen. Und das ist halt ein positives Signal, dass wir jetzt einen kurzfristigen Aufwärtstrend haben, der ein hohes Momentum hat und immer wieder neue Höchststände erreicht werden, wie jetzt zuletzt mit dem Sprung über 12.656 Punkten oder auch jetzt ganz kurzfristig betrachtet mit dem Sprung über 12.800 Punkte haben wir diese neuen Höchststände drin und das ist positiv zu werden. Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, Herr Grisse. Welche Marken sind denn ganz kurzfristig gesehen relevant jetzt? Dadurch, dass der DAX jetzt halt eben diesen schönen kurzfristigen Aufwärtstrend hat, bei gleichzeitig fallen Volumina, was ich persönlich als positiv bewerte, das heißt also, es geht in einem geordneten Tempo nach oben, denke ich, dass die 13.000 Punkte als nächstes durchaus in dieser gleichen Bewegung hier erreicht werden können und dann kommen vielleicht ein paar Konsolidierungstage und mittelfristig mit Blick vielleicht auf eine Jahresendrallye oder auch das erste Quartal 2020 dürften die All-Time-Highs, also die Allzeit-Hochs bei im Richtung 13.600 Punkte ein Thema für den DAX werden. Donnerstagnachmittag findet ja die letzte EZB-Sitzung mit Mario Draghi als Präsidenten statt. Könnte das vielleicht nochmal für gewisse Impulse beim DAX sorgen? Ich denke, der Fokus liegt nicht so extrem stark auf dieser Sitzung. Die Geldpolitik ist zuletzt freundlich. Das wird auch erwartet von den Zentralbanken, dass diese weiter eine lockere Geldpolitik führen. Und das ist sicherlich ein treibender Grund zurzeit für die positive Kursentwicklung. Jetzt haben wir ja Ende Oktober. Da darf man ja vielleicht schon mal vorsichtig zum Jahresende schielen. Welche Kurse erwarten Sie denn so Ende 2019? Ende 2019 denken wir, dass wir im Bereich 13.000 bis 13.600 Punkte reinlaufen. Je nachdem, wie die Amerikaner sich entwickeln, wenn die auch eben ihre starke Hossebewegung weiter fortsetzen können, gehe ich davon aus, dass wenn dort neue oder die All-Time-Highs, die technische Neubewertung fortgesetzt wird, auch der DAX die Chance hat, zurück in seine All-Time-Highs zu laufen. Das wäre der Bereich 13.600 Punkte. Ja, das hört sich doch nach einer ziemlich eindrucksvollen Jahresendrallye an. Ihr Wort in Anlegers Ohr. Ganz herzlichen Dank, Herr Grisse, für Ihre Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Viel Erfolg beim Handeln. Bis zum nächsten Mal hier.